Tschüss. Der fliegt jetzt erstmal. I gotta call my friend. Wait a minute. What I say I gotta do again? Minute to minute. I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Endergame Bed Wars. Wir spielen heute auf der Map Flowers, das ist auch ebenfalls eine neue 8x1 Map. In letzter Zeit vertue ich mich oft mit den Anmoderationen. Manchmal sage ich Leben, manchmal sage ich dies, manchmal sage ich das. Und ja, ihr habt ja gestern die Frozen Map ziemlich abgefeiert und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Deswegen dachte ich mir so, ja, Thomas, Bed Wars bringst du jetzt auf jeden Fall mehr, wenn das von euch so gefeiert wird. Und ich feiere es selbst. Deswegen spricht er mal nichts dagegen. So, wir packen hier einfach mal eine Kiste hin. Einfach nur, um die Leute so ein bisschen abzuschirmen. Denn das ist eine Map, wo wirklich instant aufs Bett gegangen wird. Zumindest die meiste Zeit. Und da wäre es dann gut, wenn man dann das Ganze so ein bisschen abschirmen kann. Durch gewiefte Taktiken, sage ich jetzt mal. Und die versuchen wir natürlich zu knacken. Und wer die beste Taktik hat, das sehen wir dann am Ende, wer auch gewinnt. Der baut sich auf jeden Fall mal in die Mitte. Dann denke ich, werde ich mich gleich mal zu ihm bauen, wenn das in Ordnung geht für ihn. Habe ihn jetzt davor leider nicht gefragt, aber ich denke schon, dass es ganz okay für ihn ist, wenn wir da uns zu ihm bauen. Wir sind übrigens Team Grün. Und er ist gestorben. Okay. Schade, egal. Eine Spitzhacke holen wir uns auf jeden Fall noch und einen Knockback-Stick, weil so ein Knockback-Stick, auch wenn man den vielleicht nicht braucht, weil man ein Schwert hat, ist so ein Knockback-Stick nie verkehrt. Jetzt bauen wir uns einfach mal so ganz gewieft rüber. So. Mal gucken, ob wir uns einfach Team Tücki schnappen. Ich meine, er hat sich meine Farbe weggeschnappt. Das ist ja auch meine Lieblingsfarbe. So, dann schnappe ich mir jetzt sein Bett weg. Das Bett von Team Blau wurde abgebaut, okay. Okay, bauen wir uns am Ende so ein bisschen hoch, damit er uns nicht sofort bekommt. Wow, er hat einen Bogen, er hat einen Bogen. Ist das sein Ernst? Nein, wir hätten uns vielleicht doch in die Mitte bauen sollen. Oh, ist das doof jetzt. Der hat einen Bogen. Ja, egal, dann sofort jetzt einen Knockback-Stick her, falls der jetzt kommt. Und das hier. Da, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber überhaupt nicht. Ja gut, dann ist das jetzt aber erstmal unser erstes Ziel auch. Weil wenn er einen Bogen hat, dann möchte ich natürlich ihn nicht hier länger haben als Nachbar. Ich meine, wenn er uns einfach so beschießt. Das ist kein netter Nachbar. Den werden wir uns jetzt erstmal als erstes holen. Zack, 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 zack. Dann holen wir uns hier noch ein paar Steinchen. Ist auch immer gut. Essen wäre jetzt auch keine schlechte Idee, wenn ich nicht immer alles fallen lassen würde. So, zack, und ja, er kommt zu uns. Ja, dann komm doch einfach mal. Dann komm doch einfach mal, ich warte hier auf dich, ne? Er baut sich auf jeden Fall von oben runter. Das finde ich aber gut, weil wenn er jetzt dann von oben runter springt, dann kicken wir ihn richtig fett mit dem Knockback-Stick weg und rennen dann sofort zu seiner Base. Das finde ich eine gute Idee. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Entweder kommt er jetzt von hier hinten. Da haben wir ihn ja auch schon. Ich würde ihn jetzt echt gern holen. Muss ich echt sagen. Irgendwie ist das gerade so die Bestimmung. Tschüss. Der fliegt jetzt erstmal. Jetzt gehe ich zu seiner Base und hole mir jetzt sofort von ihm den Stuff. Das weiß er jetzt natürlich. Oh mein Gott! Das dachte ich mir gerade so, okay. It's over and out. So. Und tschüss. Weg ist er. Weg ist er, Leute. Weg ist er. Das war jetzt echt eine gewiefte Aktion. Wir haben jetzt aber dafür seine Brücke, die in die Mitte führt. Und er ist, glaube ich, der Einzige gewesen, ja, mit dem anderen, der sich in die Mitte gebaut hat. Das heißt, wir können uns jetzt auch noch schön ausrüsten und gleichzeitig noch die türkise Map benutzen, weil ihr alle wisst. Tschüss. Du brauchst gar nicht denken, hier irgendwie unsere Map zu benutzen. Nein, nein, oh mein Gott.
Oh mein Gott. Okay, so Leute. Sofort einen Heiltrank, sonst überlebe ich das Ganze nicht. Zack. Einen Heiltrank, reinpfeifen. Perfetto. Dann ganz schnell was essen hier. So, dann holen wir uns erstmal jetzt ein bisschen Ausrüstung. Den Bogen, genau. Das ist das, was ich möchte. Dann, eine Spitzhacke, eine bessere. Dann haben wir noch 7, das heißt, ein Schwert geht sich auch noch locker aus. Dann habe ich noch 2 für einen Goldapfel. Super. Genau das ist perfekt. Das ist also alles perfekt, was ich hier habe. Und bisher läuft es ja noch ganz gut. Ich weiß nicht, ob schon jemand hier drüben bei meiner Base ist. Nee, noch nicht. Weil dann kann ich ganz einfach mir jetzt schnell einen Warp Powder craften. Und dann, wenn jemand denkt so, ich muss in die Base vom Thomas gehen, dann benutze ich das Warp Powder und dann sage ich viel Spaß. Der da vorne, der Pinke da, der hat mich jetzt halt auch so ein bisschen so angeguckt, so richtig hoffnungsvoll. Ich glaube, der hat auch gleich einen Bogen, wenn er jetzt in der Mitte ist. Aber ist nicht so schlimm. Geht er trotzdem rüber zum anderen. Du wirst sterben. Sag ich dir, mein Lieber. Wenn ich ihn treffen würde, würde er vielleicht doch sterben, ja. Aber nur, wenn ich ihn treffen würde. Ich treffe ihn einfach nicht. Was ist los mit mir? So. Da ist er down. Dann sag ich goodbye. Und dann fliegt er. Perfekt. So, wenn er jetzt nochmal spawnt, sag ich tschüss. Okay, ich glaube, er kommt jetzt dann gleich zu mir. Nochmal. Der fliegt jetzt und zack, ist sein Bett kaputt. Dann kommt jetzt, glaube ich, jemand zu meiner Base. Deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal schnell zu mir. Weil Pink hat jetzt, glaube ich, auch einen Bogen. Wenn ich Team Pink töte. Perfekt, der fliegt. Also Leute, läuft ja bisher. Läuft ja echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. So, hier nochmal das hier hin. Also das hat Team Pink jetzt auf jeden Fall ziemlich aufgehalten. Das heißt, wir gehen jetzt in die Mitte. Wir gehen jetzt in die Mitte und dann werden wir über die Mitte zu ihm laufen. Oh, war ich unsichtbar bei ihm. Das ist natürlich nicht so toll. Vielleicht spielt er auf der 1.8. Da gibt es oftmals den Bug, dass man unsichtbar ist. Er kommt jetzt natürlich, so gewieft wie er ist, und fliegt runter. Und das Bett von Team Pink ist weg. Das war jetzt quasi eine unbeabsichtigte, wie soll ich sagen, unbeabsichtigte Teamaktion sogar, weil ich habe ihn jetzt gerade runtergeschmissen, er hat das Bett von dem Team abgebaut. Ich weiß nicht, ob er einen Bogen hat. Ich möchte das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen, weil ich es echt nicht weiß. So. Aber das ist noch der einzige, der lebt. Den möchte ich jetzt eigentlich schon noch gerne holen. Oh, da habe ich ihn einmal. Zweimal. Der hat bestimmt keinen Bogen. Egal, dann mache ich jetzt einfach eine YOLO-Aktion, Leute. YOLO. Ich hole mir den jetzt. Ich werde ihn jetzt einfach schnappen. So. Bisschen hochbauen. Und dann klappt das schon. So. Wow, Chipengia, Katatisi Mama, Chipengia, hey. So, der stirbt. Perfekt, er fällt sogar. Das heißt, wir holen uns jetzt hier noch ganz kurz hier eine Rettungsplattform. Denn es haben mir ganz, ganz viele von euch geschrieben, dass ich die falsch benutzt habe. Ich hätte die ganz weit oben benutzen müssen und nicht irgendwie unten, weil man bekommt Fallschaden. Vielen Dank an euch. Ich bin halt einfach manchmal zu blöd, um irgendwas Logisches zu kapieren. Tut mir leid. Goldapfel. Und jetzt sollte der auch gleich mal liegen. So. Er muss fliegen. Like a bird. In the sky. Okay. Okay, Leute. Jetzt geht's um die Wurst. Schaffen wir es, den noch zu holen? Okay. Er ist neu gespawnt und jetzt fliegt er. Hä? Mein Knockback-Stick ist weg. Nee, doch nicht. Jetzt warte ich nochmal, bis er spawnt. Oh, ich öffne schon wieder die Kisten. Das ist auch ein riesiger Fehler, den ich immer mache.
So, erstmal hier die Kisten abbauen. Ich hoffe, er lief nicht. Das wäre echt sehr nett von ihm. Oh, ich öffne die Kisten immer, weil ich auf Versehen auf die andere Taste komme. So, jetzt fliegt der. So. So. Der fliegt wieder. Und. Zack! GG. Boah, das war jetzt eine krasse Aktion. Wir haben auf der Map richtig viele Leute getötet. Es war nur eine 6er Runde und ich glaube, wir haben von den 6 Leuten, die wir getötet haben, dabei waren, haben wir einfach 4 komplette Teams ausgeschalten. Und ja, ich würde einfach mal sagen, das war eine richtig krasse Runde, die hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich konnte euch da jetzt nicht wirklich ordentlich eine Taktik zeigen, weil es eigentlich keine Taktik war, sondern ich habe einfach das gemacht, was die anderen gemacht haben. Das bedeutet, auf der Map sollte man sich einstellen, was die anderen machen. Am Anfang ist es gut, wenn man das Bett so ein bisschen mit Kisten irgendwie so ein bisschen ummandelt, weil wir gesehen haben, das hat uns echt oft gerettet. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, schreibt mir, ob ihr mehr Bad Wars wollt, und ich würde sagen, macht's gut, Leute, haut rein und ciao.